Hallo meine Freunde und willkommen zu Planet Crafter Coop mit unserem geliebten Wähler. Einen wunderschönen zusammen. Der Wähler und ich haben uns überlegt, oder beziehungsweise ich habe ihm meine Sorgen mitgeteilt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht genau, wenn ich eine Woche jetzt fort bin, Tenerife, ich werde in den Wicked News Post was reinposten immer, ein paar Fotos und so. Was können wir spielen, was das online ist, wo ich, oder was kann ich spielen, damit ihr Parts online habt, ja? Und dann hat er aufzählt ein paar Spiele, ich aufzählt ein paar Spiele, und dann habe ich gesagt, das kann auch was sein, wo man sich nicht immer erschießt gegenseitig, weil wir haben jetzt eh so viel wie Viking, Loot Shooter, Once Human Ding gehabt, und der hat gemeint, der spielt gerade Planet Crafter. Dann sind wir festgestellt, dass das Koop-Update vor einem Monat, eineinhalb draußen war, das hat sich schon angeboten. Das heißt, Leute, wenn ihr das seht, ist der Wähler da wie immer? Wahrscheinlich irgendwo im Discord, wenn es ist, könnt ihr mal Hallo sagen. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich bin wahrscheinlich irgendwo in Tenerife. Oder im Flugzeug dahin wahrscheinlich. Weil um die Zeit, wo das online geht, bin ich, glaube ich, am Flughafen gerade. Ich hoffe, es passt alles gut. Wer sehen will, wie es dort ausschaut und passt, Abo, Like auf Twitch, Mitgliedschaft auf YouTube. Gibt es Zugriff im Discord auf den Wicked News Feed, wo ich oft, immer zu Spielen rein post, die mich interessieren und in Zukunft kommen werden auf meinen Kanal, beziehungsweise Updates geben, wenn Patches zu Spielen kommen, die wir gespielt haben, oder wichtige Spiele, einfach aller GTA 5 oder 6, was so ein Spiel hat, ist, was auf jeden Fall einfach nur Aufmerksamkeit zieht, auch wenn man es nicht spielt, das kennt man, sagen wir so. Somit sind wir jetzt hier und sind in Planet Crafter. Wir starten jetzt das erste Mal Koop, deswegen heißt die Welt auch Koop 1 Wähler. Erstellen. Habe ich vorher schon gemacht. Und auf einmal kommt ein Trailer und ich wollte euch den aber zeigen, so ein Video. Also starten wir mal rein. Emergency. Correct your trajectory. Imminent impact. Ja, wegen dem Video hätte ich es gar nicht neu starten müssen. Das war nur ein Absturz. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr, aber das ist ja nichts. Okay, gut. Bevor ich jetzt rausgehe in den wunderbaren, freundlichen Planeten da, gehen wir mal Freund einladen. Wähler. Du hast gekriegt? Ja. Hm? Geh mal einen halben Meter rüber, falls du genau da spawnst, wo ich stehe. Du spawnst in mir, ich platze und überall bicken Gedärme. Wollen wir jetzt auch nicht. Was hat er jetzt hier? Das ist natürlich die Benachrichtigung weg, ne? Ich kann nochmal drücken, musst du sagen. Viel Zuschauer. Ja, mach mal. Gesendet. Hat gestockt. Hallo, Herr Wähler. Jetzt sehe ich ja nicht mal den Charakter. Warte mal, was steht denn auf dir oben da? Lass mal stehen kurz. Du bist 052-0230. Property of Sentinel Corp. Du gehörst der komischen Firma. Haha, bist Inventar. Ja, du auch. Ach so, scheiße, schau ich genau so aus. Du bist Sträflingnummer, Moment, warte, ich lese dir deine Nummer auch vor. Sträflingsnummer 0520-0230. Ja, haben wir eh die gleiche Nummer. Ja. Na dann, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Herr Wähler, Sie haben das zuletzt gespielt. Wie genau komme ich jetzt da oben steht? Erste Schritte? Bei dir auch, ja? Mit die, oder? Mit dem ersten Schritt erstellen, Rucksack STR1. Ja, hier ja, Rohstoffe sammeln und dann ja, hier. Ja, aber weißt du noch, wie kommt man in ein Questmenü? Geht das irgendwie? Wo? Einfach erfüllen halt, ne? Ja, Achso. Nichts aufgehabt. Halt raus. Nein. Steht ja da oben. Rausgehen, sammeln. Alles Mögliche. So, ja gut, das erstmal ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
Na, dann tun wir das einmal. Ich habe jetzt eins abgeschlossen. Hat sich bei dir was geändert? Nein. Okay. Das heißt, jeder hat eh das gleiche zu tun. Nachher gibt es hier keine Quest mehr, oder? Gibt schon Questlines quer durch, weil da waren eigentlich nur am Anfang Quests. Nachher dann ist nur Erkunde halt. Genau, du hast halt die Story von all möglichen Scheiß, ne? Ja, aber das sieht, die sind ja dann unterirdisch in die von den vorigen Bewohner, die Nachrichten, ne? Ja. Von den Wächtern. Na, da gibt es ja auch Typen, die vorher gelandet sind und gestorben sind, die haben auch Nachrichten hinterlassen. Ja, der Iglas. Genau. Weiß nicht genau, wie er heißt und weiß nicht mehr, aber ja, das kann sein. Muss mal kurz was ablegen. Hier, wie lege ich was ab? Rechtsklick, links, was mal rechts, linksklick. Ja, dafür haben wir ja eine Kiste da, ne? Ich schau was reinpackt, ja. Mir fehlt ein Magnesium. Haben wir, können wir Body blocken? Ja, können wir. Was können wir? Body blocken. Lange Rede, kurzer Sinn, haben... ob wir kuscheln können. Ach so. Ja, wenn wir durcheinander durchlaufen, ist mit Kuscheln nicht gut. Ich möchte mit dir nicht kuscheln, danke. Na, ich zwar geht nur um die Theorie, ob es möglich wäre. Falls doch irgendwer Ach Lust so. Hat oder so. Ach so. Also so rein sexuell gesehen meinst du jetzt, ja? Ja, sowas, die Bedürfnisse erfüllen und so, auch wenn man nicht will. Das muss ja auch sein auf dem Planeten, oder? Wenn man so weit weg ist alleine. Ja, nur, aber nur ein bisschen bitte, ja? Okay. Softmäßig. Ja. Ich weiß wieder, was ich am Anfang an dem Spiel nicht mögen habe. Das Inventar ist so klein. Ja, das und, stimmt. Und es stackt nichts. Es ist alles, liegt jedes ein einzeln drin im Ding. Ach. Mir fehlt ein Magnesium da. Mir fehlen zwei Magnesium. Inventar voll, wunderbar. Aber du kannst das ja rein theoretisch auch einfach in die Hütte dann schmeißen, das despawnt ja nicht. Auch eine Sache, die ich nicht mehr weiß, ob das... Ja, ich glaube, das liegt wirklich ewig rum, gell? Ja. Okay, ich muss ein Wohnmodul, bin ich jetzt. Das geht ja nur bis zu dem Terraforming. Ja, und irgendwann ist es dann ja... Ich suche mal gleich ein bisschen mehr Magnesium. Wie weit hast denn du schon geterraformt? Hattest du schon hier überall Wasser, See und Fische? Ja, oder? Sicher. Ja, dann sicher. Weißt du, dass wir hier, wenn wir bauen, untergehen nachher, ne? Wir müssen rauf. Auch das. Okay, passt. Das ich habe mal angeschaut, dass also das DLC kommt, gell? Ja. Da gibt es einen neuen das Planeten. Das habe ich aber auch noch nicht, das habe ich noch nicht erkundet. Na, gibt's noch nicht. Es gibt dann ein Paid-DLC, den du kaufen musst dann. Okay. Da haben sie nämlich gesagt, sie machen jetzt einen Paid-DLC. Da musst du... Ja, ich bin auch beim Wohnmodul jetzt. Da musst du... glaube ich, 15, 20 Euro gesagt, wollen sie dafür haben. Das ist eben, weil viele Leute gefragt haben wegen einem neuen Ding und sie haben gesagt, wegen der Nachhaltigkeit ihres Studios. Auf Deutsch, sie müssen was machen, wo sie auch Geld verdienen. Und nicht nur gratis Updates. Und Leute meinen, sie wollen mal einen neuen Planeten haben oder was Neues, was noch nicht auswendig kennen, weil der Planet ist ja nicht generiert, der ist ja immer gleich, ne? Und verstehe ich auch, wir wissen jetzt schon, hier wird Wasser spawnen, ne? Das heißt, wir bauen hier, ne? Auf einem neuen Planeten wäre das komplett neu für uns, ne? Ja, das ist richtig. Und da haben sie gesagt, der ist angekündigt, der heißt Planet Humble. Ist auf Steam schon geploppt, ist ein DLC und der wird irgendwann releasen mit einem komplett neuen Planeten. Wirkt fast wie ein Eisplanet und viel mehr und viel, viel mehr so Alien-Formen bei den Bäumen und so. Okay. Klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ehrlich? Garantiert drüber nachdenken. Eigentlich das gleiche Game wie jetzt. Nur ein neuer Planet. Auf einem anderen Planeten. Ja, wo alles neu ist halt, ne? Was man noch nicht kennt, und das wäre sicher cool. Das können wir nämlich direkt im Koop starten, weil das Spiel selber im Prinzip wird sich nicht viel ändern. Kennen wir auch schon, brauchen nicht viel Singleplayer vorher irgendwie Parts machen. Können wir, wenn das ist und du es auch kaufst, direkt im Koop starten. Wo bist du eigentlich? Magnesium suchen, nicht Magnesium, Titan suchen. Habe ich jetzt aber eh.
Jetzt muss ich ein Wohnmobil aufstellen irgendwo, ne? Achso, ja, ich habe hier oben schon ein bisschen was angefangen. Warte mal, das zählt jetzt doch füreinander. Das Wohnmobil bei mir oben. Ah, Wohnmobil. Das Wohneinheit ist weg. Jetzt steht da nur mehr der Bohrer, Bildschirm, Heizung und Pflanzenröhre. Wenn ich jetzt zu schnell bin, sag mir bitte Bescheid, ja? Ich hab das. Nö. Ich kenn das Spiel ja schon. Und das dauert ja. Das ist ja auch nicht lang da. Das, wie gesagt, das verschwindet. Also ich bin jetzt. Ich bin jetzt quasi am Rand von dem See, oben bei der Iridiumhöhle. Ich sehe die Windräder. Ach, die hast du schon gesehen, ja, das ist ja gut. Ah, ich bin schon bei den Windrädern, hier bin ich schon. Aber ich wollte doch sagen, das gibt jetzt füreinander, ne? Ja, das ist doch super. Ja, genau, das sind Bohrer aufgestellt jetzt. Ja, passt, geht für mich auch. Ich gehe mal kurz rein, Sauerstoff, danke. Ja, mach. Na gut, ich hätte genug jetzt für ein, zwei Wohnmodule, dann baue ich da was dran, ne? Ja, mach doch. Geht aber nicht, da liegt der Schrott ganz dahinter. Da kann man rundum nichts bauen gerade. Meteor muss erst weg. Ja, gut. Denkst du, ist das klug da unten bauen, wo du das so gemacht hast? Aber ich habe meins dann höher, meine Base höher verlegt, als die höchsten Bäume waren, weil die Bäume immer durch den Boden in die Base gewachsen sind. Du kannst die ja nicht steuern wirklich. Du kannst nur die Baumseeder weit wegstellen, ne? Aber die sind ja immer die Blätter in die Base reinkränkt, dann haben wir dann die Sicht versperrt. Jetzt habe ich die Base dann schwebend über die Bäume gemacht mit Stützpfeiler zwecks Optik. Ja, aber gut, wir können das so auch lassen und nachher umbauen, ist egal. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht gezwungen, hier zu bleiben, ne? Nö, und vor allem können wir beim Abreißen kriegen wir ja die vollen Mats zurück, das ist ja auch nicht so, dass eben das deswegen, ich habe da jetzt mal ja, was passt. Hingeballert und bin fertig. Ja, klingt gut. Ja, jetzt müsstest du mehr Platz nach hinten haben. Ja. Ach, du baust schon? Also ich habe nur ausbauen ein bisschen. Habe ich wieder, super. Habe ich wieder zu wenig. Ich suche mal Eisen und Titan. Da liegt hier was. Ja, das ist genau richtig. Das, ne, ich habe es ja gar nicht noch. Das hat so richtig ausgeschaut, wie wenn du das zurechtgelegt hättest. Nein. Ich bastel hier halt auf dem Inventarfeld. Bastel halt hier so ein bisschen rum, ne? Na, ja, kein Problem. So, dass die Quest halt mal fertig sind, dass wir da freie Sicht auf Marzipan haben, so nach dem, so, weißt du? Kannst du nicht machen, ich kenne die ganze Sache, ich denke auch die meisten Zuschauer kennen sie, wenn nicht, dann lese ich eh nicht, was links oben steht, ich erkläre nur kurz an dem Vorbeigehen, was welcher Ding macht. Aber das könnt ihr wirklich kurz machen für die Leute, die das Spiel nicht kennen, sofern es sowas gibt, weil die meisten kennen das Game, glaube ich. Willkommen in Planet Crash. Nee, das ist zu früh, zu weit zurück. Wir müssen hier prinzipiell den Planeten terraformen. Also das gleiche eigentlich, was Endencrafter macht, nur in gut. Und, naja, so ungefähr kann man es beschreiben. Und, es geht einfach darum, wir müssen jetzt Stufen dann, wenn die Quest fertig ist, Stufen erfüllen. Da muss zum Beispiel genug Terraforming, wie immer die Einheit heißt, Terraforming-Einheit generiert werden. Die generiert man entweder mit Pflanzen, mit Sauerstoff, mit Hitze, mit unterschiedlichen Sachen. Und die unterschiedlichen Geräte generieren eben diese Zahlen und das wird addiert zueinander. Und dann das rennt dann einfach hoch, das tickt eigentlich sozusagen pro Sekunde nach oben. Genau das machen wir gerade. Also wir bauen einfach jetzt eine kleine Base, wo wir Geräte reinstellen, die was dann hochticken. Da drunter steht zum Beispiel, erschaffe einen blauen Himmel, 175.000 TI. Der hier generiert zum Beispiel Luftdruck, 0,13 NPA pro Sekunde. Dafür muss man nicht wissen, was das genau bedeutet, sage ich gleich dazu. Ich steige da nämlich früher oder später dann auch aus, wenn da die Einheiten in die hunderte Millionen rennen und irgendwelche Einheiten dort stehen, also weiß ich es dann meistens auch nicht mehr. Ja. Steige ich auch aus. Okay, ich sehe die Zahlen laufen, habe fertig. Genau, das ist ungefähr das, so wie ich das auch handhabe. Wo hat man jetzt das Wasser hergekriegt am Anfang? War das irgendwo aus Eis.
Muss ich so schmelzen oder was muss ich mit dem tun? Ja, da musst du an den Fabrikator gehen. Ah, Fabricator. Haben wir schon einen bei uns auch? Nee, gell? Nein. Okay. Wenn ich noch ein Eisen finde, dann auf dem Rückweg, kann ich aber gerade einen da hinstellen. Das Problem nicht. Silizium habe ich. Ja, Silizium habe ich auch. Mir fehlt jetzt gerade Eisen auch, ja? Mit dir. Ja, ich habe gefunden. Bist du bin noch weit? In der Base. Ich wollte gerade sagen, weil ich stehe neben der Base und habe auch eins, dann bau du hin. Ich habe aber nur mehr bauen hin. Ich, ne, ja, irgendwo dann, rein. Dann baue ich jetzt gleich die Heizung. Ja, ein Fabricator wäre gut. Ich habe noch 1 Millimeter. 1 Millimeter trinken habe ich noch. Alter, was geht? Ich kann ja auch selber auch hinstellen. Kannst du das andere bauen, kann ich das machen. Ja, dann mach doch. Habe ich gerade erledigt. Gut. Hast du irgendeinen speziellen Plan, wie wir das bauen? Ich habe es nämlich schlagförmig nach hinten gebaut, meine Base damals. Und habe seitlich so Ausbuchtungen gehabt. In der ersten Ausbuchtung bei der Tür rein links waren eben nur der Monitor, wo man gesehen hat, die Terraforming Stage ist ein Tisch, die ganzen Bildschirme, wo man eben die Nachrichten und das alles lesen kann. Und ja, dann bin ich gerade weitergegangen, habe dann eine Ding gerade lassen und dann wieder seitlich knödeln raus, so wie so Ausbuchtungen eben, ne? Wo ich dann immer die Maschinen alle reingestellt habe. Oder hast du irgendwie mehrstöckig vor oder wie baust du? Am Anfang baue ich mehr funktionell. Und wenn ich dann die diversen Baupläne freigeschaltet habe, dann baue ich halt eher was in schön, natürlich mit viel Platz. Dafür brauchst du dann aber auch dann nachher die Handelsrakete, dass du das 3x3 Wohnmodul bauen kannst, ne? Kann man das recht früh bauen? Ich kenne das nämlich nur vom Endgame. Nee, das ist später mit Handelsrakete und okay. So, weißt du? Naja, was sehe ich, habe das Spiel aber immer auf Maximum-Rennen gehabt und dann pausiert, bevor wieder ein Patch kommen ist. Somit ist alles bei mir eigentlich immer im Endgame dazukommen. Ich weiß aber nicht, wo es wirklich im Level-Prozess freigeschalten wird. Deswegen frage ich so blöd nach, nämlich, weil manche Sachen werden ja schon viel früher freigeschalten, aber ich war halt schon immer am Limit, weil ich ja mit dem Patch mitgegangen bin, ne? Die Meteoritenschauer sind aber extrem hier gerade, wa? Bitte? Die Meteoritenschauer, die sind aber schwer, extrem lang und intensiv gerade. Oder meine ich das nur? Ja, mich hat's gewundert, dass so früh im Game überhaupt einer gekommen ist. Normalerweise kommen die immer später erst. So, ich schätze mal, für funktionell sollte die Base jetzt passen. Wir haben jetzt 2x3 Felder. Ja, ich seh's. Was sollte für funktionell mal reichen? Nur Anfang, klar. Nee, man kann doch gar nichts abbauen, gell? Ah, ich hab den Deconstructor-Chip noch gar nicht gebaut. Jetzt kann man. Den hab ich auch noch. Den hab ich auch noch nicht. Eh nicht so wichtig. Ich hab so oft unabsichtlich mal was abgerissen, weil ich am Mausrädchen ankommen bin. Dass ich dann teilweise den Chip schon abgelegt habe. Ich habe ihn dann einfach abgelegt, dann kann ich nichts demontieren. So. So, Eisen, Kobalt, Silizium. Auch so, oder was? Liegt direkt hier. Eisen, Kobalt, Silizium. In der Reihenfolge, wie ich es gesagt habe, liegen die drei Ressourcen in der Base genau hintereinander. Cool. So, warte mal, machen wir es. Achso. Irgendwas stimmt ja dann nicht. Du hast den Bildschirm da schon an die Wand geklebt. Das ist ein Herstellen, Bildschirm, Fortschritt. Aber das ist bei mir nicht, das ist bei mir nicht abgeschlossen. Ist das bei dir abgeschlossen? Ja, ich muss nur noch den Bildschirm Fortschritt. Ja, ich auch, Bildschirm Fortschritt, aber das ist ja der, den du... Ja, ja, den haben wir noch, nein, den haben wir noch nicht. Was ist Fortschritt dann? Du hast ja den Terraforming-Ding, ist das der Fortschritt? Ja, der Terraforming, den haben wir schon, aber noch nicht den Fortschritt.
Achso, ich sehe gar nicht. Die heißen ja alle nur Terraforming, Baupläne und Energieverbrauch. Mehr kann ich nicht. Nein, da wo Luftdruck draufsteht und Biomasse draufsteht, das ist auch so ein großer. Ja, aber den kann ich nicht unter Infobildschirmen. Nein, ich sag ja, den müssen wir erstmal noch freischalten. Achso, den haben wir noch nicht. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mal auf die 175.000 Ti hoch, eigentlich als nächstes. Genau. Nee, warte, irgendwo anders konnte man den. Ein Moment. Oder das? Nee, wir haben ja noch ein paar Bildschirme, die wir noch gar nicht gemacht haben. Ich mach die einfach mal. Ja, dann mach doch, wenn du meinst. Naja, du brauchst den Infobildschirm da unten. Den da, um zum Beispiel Mikrochip-Baupläne freizuschalten. Ja, vielleicht findet man den als Bauplan. Den haben wir ja. Nein, du hast ja, was? Ja, jetzt haben wir zwei. Zwei die gleichen. Fehlt nur der Strom hier, ja. Sekunde. Wo ist er? Hingestellt habe ich ihn unter, schon. Unter Wärme. Bei 2 NK schalt mir den frei. Bildschirmfortschritt. Muss mal gucken. Ja, ich verstehe nicht, was zeigt man dir jetzt? Den Fortschritt haben wir ja schon an der Wand. Es geht ja nur um den Terraforming-Fortschritt, oder? Nein, zeigt man ja den detaillierten kleinen Fortschritt dann. Wir haben jetzt gebaut Bildschirm Terraforming. Ja, und das ist der Fortschritt, Fortschritt vom Terraforming. Nein, wir haben ja genau. Aber wir sollen den Monitor Bildschirm Fortschritt bauen. Ja, was zeigt der dann an? Biomasse und so ein Zeug hast du gemeint, ne? Genau. Okay. Mit Heizung machen wir den, ne? Genau. Ich brauche jetzt noch Eisen, dann kann ich noch noch eine Heizung bauen. Wärme. Bei 2K schaltet man den Feuerzeug. Okay. Der erzeugt Wärme. Dann brauchen wir also nur die Heizung, weil die Windkraft ist nur Energie, das andere ist Luftdruck, Sauerstoff. Ja, also Heizung. Hast du Iridium? Genau. Ja, sicher. Wie viel? Noch 2. Ich baue jetzt noch eine Heizung. Dann habe ich noch einen. Ich hole einmal Iridium, okay? Weil da brauchen wir ja eher. Ja, kannst du machen. Ich baue jetzt noch zwei Heizungen. Ich habe auch ein Wohnmodul am Eingang von Iridium-Öl hingemacht wegen Sauerstoff. Achso, okay, ja. Nur zur Info. Mhm. Aber keine Energie mehr. Puh. Brauchen Eisen. Das Geile ist, dass ein Windrad realistischer ein Eisenerz braucht. Ja. Haben wir ein Jetpack schon? Nö, scheiße. Ich bin voll ungewohnt, dass ich nicht fliegen kann. 2 Minuten im Spiel, haben wir Jetpack schon? Ja, weißt du, weil ich habe immer das Safe Game gehabt und bei jedem Patch neu, dann habe ich das Safe Game kurz vor Umsprung der Terraforming-Stufe habe ich es kopiert, habe mit einem weitergespielt und dann immer, wenn der Patch gekommen ist, habe ich das vorige Safe Game, wo ich noch nicht über die Schwelle war, neu geladen. Was manchmal eh dann nicht funktioniert hat, weil die letzte Stufe immer so hohe Limits hatte und dann die reelle letzte Stufe, wenn es dann wirklich kommt, ist viel niedriger, war also war ich eh schon drüber wieder, aber ich sage dir das. Ah, Strom ist wieder da. Ich sehe ja. So, muss weg. Hier hört der Meteoritenhagel hier auch mal auf? Ich hab's aber auf normal lassen, ich hab da nichts geändert. Hört ja gar nicht mehr auf hier. Auffällig viel, ja. Vor allem stört mich, dass man da, wo die Brocken liegen, nicht bauen kann. Stören im Sinne von
so lange mal ausbauen, dann haben wir ja eine Räume. Was soll ich denn aufstellen? Silizium, die Heizung? Oder soll ich noch ein Kraftwerk aufstellen? Ich habe jetzt gerade eben mal noch 4 Windkraftanlagen gebaut. Okay, so, dann baue ich zuerst nämlich das andere. Dann mal eine Heizung. Ja. Eine 4 sollte ja mal ein bisschen vorhalten. Ja gut, wir waren ja schon im Minus, ne? Ja, weil das Strom ja aus war, ne? Jawohl. Ein neuer Rucksack, sehr schön. Ja, vor allem T2 Rucksack, das ist immer gut. So. Brauche ich ein Eisen? Ich kann den gar nicht bauen. Warum nicht? Ich habe nur Rucksack 1. Gibt's nicht, das ist ja gerade mitten im Bild gestanden. Wo ist mein verdammtes Jetpack, Alter? Das ist noch hinten links. Sieht da Rucksack 2. Okay, das ist mein Spiel gerade so langsam. Nee, du musst das halt nur holen. Ja, wie gesagt, ich hab's jetzt gerade im Herstellungsteil noch nicht gesehen. In dem Fabricator. Ja. Bei mir ist er drin. Also müsste eigentlich dann das Video auch da sein. Sollte. Gibt's auch ein Sauerstoffding schon, sehe ich gerade. Brauche ich einmal Silizium. Ah, ich spüre meine Zähne schon wieder. Im Normalfall ist es ja gut, wenn ich spüre, dann sind sie da, aber nicht so. Ja, aber in deinen Umständen eher nicht, ne? Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Wobei ich habe heute bei einem zweiten Zahnarzt angerufen. Ja. Wo ich normal bin. Einer Frau, wo ich normal immer seit Jahren bin und zufrieden bin. Ich habe nur bei einem anderen angerufen, weil er näher ist. Der ist neu. Wollte ihm eine Chance geben. Hat mir am Montag eben gesagt, am Herzen, das tut weh und ich. Das ist urgründig, ich kann auch nicht schlafen, ohne Schmerztabletten, 5 Stück am Tag geht gar nichts, ja. Im Sinne von nicht, dass ich jetzt sterbe, aber es ist halt, wie du das gestern beschrieben hast, mit einem Finger, den da worauf drückt, irgendwo, es ist halt so, wie wenn da irgendwie einer eine Faust auf die Wange drückt, nicht schlägt, sondern drückt und das ist immer so ein Druck in der Wange, gefühlt ist sie geschwollen, schaust in den Spiegel, ist sie aber nicht, weil es einfach so Zahnweh halt, das ist halt so ein grindige Scheiße, ja. Und ja. Und jetzt habe ich die andere angerufen heute, wo ich immer bin. Hätte ich gleich machen sollen, gesagt, aber bis sie bei dem Mädel dort ein bisschen gesucht hat, ja. Da gesagt, ja, Hans, normal bin ich nicht so und ich bin werde selber von Kunden gestresst, immer bei uns in der Firma. Und ich stresse normal nicht, aber ich fliege am Wochenende weg und ich würde das gerne anschauen lassen. Wenn ich dann in 3 Tagen wohin gehen, dann ist vielleicht wirklich ein Zahn reißen oder so, dann dauert das wieder ein paar Tage und am Samstag ist Deadline, ja. Und sie hat gesagt, na, kommen Sie gleich, einfach jetzt gleich. Sie werden ein bisschen warten müssen, länger, hat sie gesagt dann, weil ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauert, weil eben sie sind eingeschoben, aber kommen Sie einfach her. Ich bin gleich in der Arbeitszeit hingefahren. Nur ich war 5 Minuten, habe ich gewartet, nach dem Röntgen von, bin dann jetzt 5 Minuten Kiefer gerönt, mit 2-mal gerönt, einmal punktuell, einmal ganz. 5 Minuten im Wartezimmer, bin schon drin gewesen. Also das war optimal und super und alles, also... Ich hätte nicht altbewährtes verschmähen sollen, ich hätte gleich die anrufen sollen statt den anderen. Ja, habe ich aber nicht. War das Problem. Ja, schade. Ja, dann wäre ich vielleicht schon gestern hinkommen. Und ich habe mir gedacht, ja passt, die finden sich ein Loch, füllen das, fertig, ne? Ja. Nö. Eisen, Silly, Titan.
Aber im Endeffekt ist schon jeden Zahn einmal geflickt, ja, wahrscheinlich. Kommt man zumindest kommt man das Gefühl so vor, ja. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, es sind wirklich viele bei mir. Also ich war 5-6 Jahre nicht beim Zahnarzt. Putze zwar jeden Tag Zähne, aber nur am Abend einmal und fertig, also mache nichts Besonderes. Sonst in der Jugend habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Da habe ich da nicht so drauf geachtet. Das rächt sich jetzt halt, ne? Und habe dann einfach jetzt dann halt gesehen. Ich mache da eine Glaswand rein, einfach nur was cool ausschaut. So. Naja, und dann bin ich mal hingegangen, vor Jahren bin ich hingegangen wieder mal und da war ich zig Jahre nicht, sagt die Dame. Na, waren wir ein bisschen länger nicht da? So, ja, das sind ja fast ein Jahrzehnt. So, ja, so 7-8 Jahre wird schon her sein, ne? hat sie gesagt, na, das ist aber nicht, das sollte auch öfter kommen, ja? Und hat sie gesagt, so, das Röntgen haben wir gemacht. Wir haben 8 Löcher. So, passt. Mach mal. Ich verkrampf mich dort immer, damit ich nicht zuck. Verkrampf mich voll. Die fängt zum Bohren an. 1, 2. Geht's hier noch? Ja. 2, 3, 4. Und dann so, jetzt hören wir aber auf. Die anderen 4 machen wir morgen. Kommen es morgen wieder. Also, sie können ruhig weitermachen. Es geht. Das ist Gott sei Dank. Weißt, wenn es einen Nerv trifft, ist es so ein grindiger, wie so ein Eisschmerz, der Vater bis in die Knochen rein. Ja. Aber das hat sie nicht. Und hat das wirklich, das hat ein bisschen drückt und so dieses vom Bohrer hörst halt und spürst, aber es war nie unerträglich. Ich habe gesagt, mach es einfach weiter. Ne? Dann bin ich am nächsten Tag wieder hingekommen, hat es wieder 4 Löcher zugemacht. Es hat 2 Tage 8 Löcher geflickt. Und da habe ich gesagt, jetzt kommen wir jetzt aber jedes Jahr. Und dann bin ich auch 2-3 Jahre jedes Jahr hingekommen. Aber dann ist dann das Ding mit Corona und so und das habe ich dann voll vergessen wieder. Und dann, dass ich vergesse, weißt du, wenn es dir nicht wehtut, vergisst ja drauf dann irgendwann, dass du überall hinrennst. Gesunden Untersuchungen ja, sollst du machen, zum Augenarzt sollst du jährlich, zum Zahnarzt sollst du jährlich, zum Bellarzt sollst du am besten auch noch jährlich gehen und dann deinen Lulu da unten anschauen lassen, deinen Freund und Helfer. Und, also, ich weiß, da rennst du ja nur mehr von Arzt zu Arzt, das ist ja auch nicht lustig, weil du kriegst die Termine dann immer in 1, 2, 3 Monate und im Endeffekt, wenn du das mit 5 Ärzten machst, dann rennst du alle Monate zu irgendeinem anderen Arzt, das will ja auch keiner, ne? Das ist ja auch, nee. Das macht man nicht. Zähne habe ich nochmal, ich mache normal nur Gesundheitsuntersuchung, einmal im Jahr komplett durchcheck, Blutbild, ne? Das ist okay, das dauert nicht lang, das ist gleich erledigt. Und sonst, ja, Zahnarzt habe ich eigentlich schon immer gemacht, weil, aber nur aus Eigenschutz, weil genau Zähne, das sind, wenn die wehtun, das ist so grindig und das tut so weh teilweise, ja, dass du kannst nichts machen. Du sitzt da und es tut nur weh und du kannst genau gar nichts tun. Das ist genau scheiße. Und ja. Deswegen mache ich ja Zähne normal schon noch, aber ich habe da wirklich vergessen. Alles, naja, jetzt passt es wieder. Passt wieder, ist relativ. Sie hat gesagt, ich habe kein Loch. Ich war jetzt 2-3 Jahre nicht, aber ich putze da brav immer. Loch habe ich keins. Aber ich habe aber was einbissen oder so und das hat sich entzündet, deswegen hat das so weh dann. Hat es ja gestern Abend schon gesagt. Ja, hat es weh dann, ja, aber gestern Abend wusste ich es halt nicht von einem Arzt, ne. Gestern war nur die Vermutung, ich werde eine Entzündung sein oder so, aber es könnte ja auch ein Loch wo sein und das strahlt in alle Richtungen, das passiert ja öfter, ne. Ja. Und sie hat danach gesagt, nee, Loch ist keins. Die Assistentin macht das und dann hinterm Backen, hinterm Weisheitszahn, hinterm letzten Zahn, habe ich mal was einbissen, das hat sich zwischen Zahnfleisch und Wurzel vom Zahn geschoben und ist da drin gesteckt. Und das hat sich entzunden, das Zeug. Und das ist so ganz, da hat sie gesagt, da kommen sie gar nicht hin, da ist sie nur hinkommen, mit Mund auseinanderziehen, mit einem langen Eisen drum, mit einer Nadel und hat das zum Schaben angefangen. Und das ist richtig so rausgeschabt, dass auf dem Zahn gemerkt, so wie es kratzt hat, immer, oh Alter. Es war auch ein grindiges Geräusch, hat Gott sei Dank nicht so weh dann. Dann zahlt die so ein 5 mm großes kleines Plättchen raus und sagt mal. Und sagt so, haben Sie Popcorn gegessen? Sag ich, ja, vor 4 Tagen oder so. 5. Und sie, ja, da sind's. Sag ich, das ist ja Wahnsinn. Ich kenne das ja, weil sie Popcorn, dass sie die Körnerschale ist ja manchmal so, wenn die so absplittert, nur so auf dem Plättchen. Die schiebt sie manchmal, wenn es blöd drauf passt, irgendwo zwischen die Zähne, die kriegst du so blöd raus dann, ne? Ja. Und das hat sich hinterm Weisheitszahn ins Zahnfleisch zur Wurzel runter reingeschoben und dann kratzt die weiter und kommt mit einem zweiten Plättchen raus mit 5 mm Größe und sagt, da haben wir noch ein Popcorn. Sag ich, ja wunderbar. Ich habe gesagt, kriege ich das raus? Und sie hat gesagt, nein, das ist einfach ein Pech, ja, weil sie essen sich ja öfter Popcorn, sage ich, ich esse fast täglich Popcorn. Ja. Und das über Jahre. Also, jetzt ist halt, der Weisheitszahn hat auch eine geschissene Stellung bei mir, der ist so ein bisschen tief in so halb heraus, nur jetzt fängt sich dann mal alles gern, ne?
Und das haben sie sich halt jetzt einfach da reinbissen und das ist da drin gesteckt und deswegen hat sie das entzündet. Ne? Sag ich, na, wenn man das weiß, besiegt durch ein Popcorn. Naja, okay. Popcorn 1, ich 0. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, scheiß Popcorn. Naja, auf jeden Fall hat die das gesagt, es tut halt noch immer weh, hat man aber Schmerzmittel gegeben, Antibiotika gegeben und Schmerzsalbe gegeben, Schmerztablette, Antibiotika, eine Mundspülung. Da kommst du mit so einem ganzen Haufen Medikamente haben und denkst dir, Alter, ich hab mein Popcorn ein bisschen, ja? Und nicht ein Dolch im Herz oder so. Aber okay, jetzt habe ich so ein ganzes Schachtelding da. Aber es ist okay, ich weiß, der Zahn ist nicht hin, es tut jetzt zwar weh, aber viel, aber schon weniger als gestern. Schmerzmittel lässt langsam wieder nach jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich weiß, dass da kein Loch drin ist und das wirklich nur Entzündung ist und die Antibiotika drücken das eh weg dann. Also das ist mir ein bisschen erleichtert, wenn am Samstag der Flug ist. Sie hat mir gleich gesagt, ich schreibe Ihnen eine zweite Packung Antibiotika auf, die nehmen Sie in einen Urlaub mit, weil dann haben Sie es dort auch, wenn es doch wieder wehtun sollte, weil irgendwas wiederkommt, dann haben Sie welche mit. So ist es lieb, danke. Ja. Am Magier und dann passt. Und soll, wenn das jetzt so jeden Tag besser wird, soll er mich nicht mehr rühren. Wenn es nicht besser wird, soll er am Donnerstag noch mal hinkommen. Haben wir noch immer Zeit bis zum Abflug am Samstag. Finde ich cool von ihr, dass sie so gesagt hat. Dann kommen sie einfach wieder her am Donnerstag, dann machen wir da noch was. Weiß nicht, was wir machen, aber irgendwas werden sie hoffentlich machen. Ja, ist doch perfekt. Ich hätte die gleich am Montag anrufen sollen und nicht erst heute. Hättest du dir wahrscheinlich schon ein oder andere Schmerzen... Nee, ich habe von gestern, war. Gestern da haben wir schlafen gegangen, wir haben gespielt bis um 1:45 haben wir ja geredet, ne? Ja, ja. Und ich wollte dann schlafen gehen, du, das hat dann zum Wehtun angefangen, nach gestern schlafen. Ist nicht gegangen wirklich gescheit, also ich bin dann um 2 irgendwann eingeschlafen, 2:30 und habe dann um 4 war ich wach und habe nicht mehr gewusst, wohin. Um 4 bin ich dann irgendwie rübergegangen, habe was getrunken, dann habe ich mich noch irgendwo so kratzt, wo ich mal weh dann habe. Vor ein paar Tagen habe ich so kratzt im Schlaf, dass ich aber blutet habe. Ich dachte mir, Alter, jetzt kratzen tue ich mich, Zahn tut weh, alles Arsch, 4 in der Früh, ne? Da habe ich dann aber nur, da habe ich mir dann irgendwo so eine Schmerztablette reingehaut, Ibuprofen. Und da, ich glaube um 4:30 dann irgendwas, die ein bisschen gewirkt, da hat es weniger weh dann, da bin ich dann eingeschlafen, das weiß ich. Aber in der Früh dann um 9 hat es nachlassen, 9 Vormittag halt war der gleiche Scheiß wieder. Und da habe ich dann gesagt, jetzt rufe ich den Arzt an, aber der war erst ab 13 Uhr da, ne? Jetzt habe ich mich beim Vormittag gewählt. Aber ich bin froh, dass ich jetzt dort war und dass das war für gut, dass ich weiß, dass da nichts ist. Wenn der Teil erstmal raus ist, gut, jetzt ist halt entzündet, das dauert jetzt noch einen Moment, aber dann hast du Ruhe, ne? Das hoffe ich, ja, weil die haben ja auch, ich habe gesagt, die ist, was man die verschrieben hat, so ein Chlorhexamet oder wie das heißt, mit Alkohol drin, das muss ein gutes Medikament sein. Und hat im Endeffekt mir verschrieben, sage ich, das habe ich daheim, mit dem habe ich schon 2 Tage gespült, weil das ihr immer verschreibt, ja. Sagt sie, das ist auch gut, aber wie du gesagt hast, das ist gut, aber solange das Zeug da drin steckt, jetzt ist raus und jetzt kann das Ding auch gescheit wirken, ne? Aufspülen und geht schon. Ja. Aber Leute, ich sag's euch auch, ich wünsche Zahnschmerzen, wünsche ich keinen. Das ist ja wirklich nicht weil es uns umbringt, da sind die wenigsten gestorben dran, aber es ist einfach, ich finde es einfach so einen grindigen Schmerz. Ein richtig, so wie stechend, so mit Nadeln pieksend, irgendwie an einer völlig unguten Stelle. Ich finde das einfach so ein grindigen Ding. Das sind Schmerzen, die braucht man wirklich nicht. Nein, das sind grindig. Das sind einfach. Das ist nicht so, wenn du dich mit dem Messer schneidest, hast du halt einen Schnitt, der pocht ein bisschen und du spürst ihn halt die Krätze drauf dann und wenn es zugewachsen ist und dann spannt es ein bisschen und damit lebt man, das drückst drüber, das fällt da gar nicht auf. Aber so Zahnweh, wenn sie das bis zum Ohr raufzieht und den Hals runter, weil das so strahlt, der Schmerz. Das ist so. Mein Vater hat immer gesagt, Zähne sind ein Hund. Die tun weh, wenn es kommen, die tun weh, wenn es gehen, die sind einfach immer, die sind ein Hund. Die tun immer eigentlich weh, wenn sie irgendwas wollen. Ja. Das ist richtig grindig. Ach. Aber ich hoffe, dass es jetzt passt. Also ab morgen, übermorgen, dass es besser wird halt. Ne? Wenn nicht, habe ich ja noch. Wenn nicht, hat man das Backup, dass die Ärztin eh so nett war und gesagt hat: Ja, da kommt, wenn es am Donnerstag nicht ist, kommst du wieder her. Also habe ich ein neues Backup, wenn es wirklich nicht besser werden würde, dann darf ich ja nochmal hinkommen, gleich ohne Termin. Das ist ja auch was, ne? Ist auch was wert. Ja, ist doch perfekt. Vor allem in der heutigen Zeit, wo du eh keine Termine mehr wirklich kriegst. Ich finde es super, dass mir um 13 Uhr anruft und. Nur mit Vitamin B. Ja, das meine ich auch. Ich kenne die nicht so, aber um 13 Uhr angerufen und sie gesagt, ja, kommen Sie gleich hier einfach. Müssen dann vielleicht ein bisschen warten zwischen die Termine. Ich sage, ist kein Problem, ich warte doch 3 Stunden. Und sie, na, so lange dauert es nicht. Und dann war ich hier gleich dran.
Und dann hat er dann auch gesagt, ja, wenn du siehst, kommst du einfach wieder her. So, ja, ist cool, danke. Wirklich nett. Ich habe mir schon überlegt, ob ich denen was vorbeibringe. Die Rezeptionistin ist eine ganz in der Liebe, was ich gesehen habe. Die Ärztin ist auch eine ganz in der Liebe. Immer schon gewesen. Bisschen älteres Modell, aber auf die älteren Radl lernt man es fahren. Im Normalfahren. Sag ich mal. Und das ist ja egal. Das ist eine ganze Liebe. Jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. Und eine ganze Liebe jedenfalls. Und ich habe nur gedacht, dass alleine für das direkt dran nehmen, man überlegt, wir machen in der Firma bei uns ja mit Laser auch teilweise so Schmuckdinger, so kleine Verdreh-Radiwawa, dass ich die man verdrehen kann, was wir zu Weihnachten dann herschenken, ja. Also ja, ich habe mir gedacht, das nächste Mal, ich bringe denen mal, das ist in einer Nebenortschaft, ja, ich bringe denen mal irgendwas vorbei. So als Dankeschön. Weißt du, wenn man sich auch bedankt, das merken sich die, und wenn man wieder was braucht, hat man vielleicht ein Stein im Brett, ne? Das ist ja auch nicht ganz uneigennützig, aber erst da stehen zwei junge Mädels vorne und eine ältere Dame hinten. Na klar bin ich Gentleman. Das ist eh klar. Sicher sogar. Normal. Na voll. Glaube ich auch, dass man sich da ein bisschen was leisten kann und vielleicht mal ein bisschen nett sein kann. Immer. Mach ich nicht anders. Nee. Ist ja auch okay. Warum nicht? Man braucht vielleicht was von denen mal und dann sind sie auch nett, wenn man was braucht. Das ist ja eben. Eine Hand wäscht die andere und ein Dankeschön sagen hat noch nie geschadet. Richtig. So, ich bin jetzt hier die ganze Zeit am planlos rumlaufen, weil ich das gerade nicht weiß, was ich da gerade tue. Wenn wir jetzt 937 pk haben und brauchen 2,0 nk, wie skaliert denn das? Ist das die nächste 1000er Einheit oder ist das, wann kommt das nk? P ist was? Ich habe keine. Was ist P? Für was steht P? Pico? N und K, genau, K hinten ist gleich. Ich habe einmal ein P vorne, einmal ein N vorne. Ja, und P steht halt für Pico. Das ist kleiner und als ich würde Nano. Sagen, ich würde sagen, ja. Ja, dann würde es passen, weil dann sind wir bei 970 Pico. Dann wäre das bei 1000 ein NK, NanoK, Nanokilo wahrscheinlich. Oh. Das heißt, wir brauchen dann noch, sind wir genau bei der Hälfte. Das würde auch vom Fortschritt passen, weil das würde nicht ewig dauern, aber doch noch ein bisschen, ne? Weil dann, das jetzt kann ja am Anfang nicht so lange dauern eigentlich, ne? Ich werde sterben. Jo. Platt. Okay, dann machen wir mal weiter. Scheinwerfer und so brauchen wir eh nicht. Eine Solaranlage? Bauen wir eine Solaranlage? Ist die besser? Warte mal. Ja, ich habe schon 3 Stück gebaut. Ja, reißen wir die Windkraft-Dinger wieder ab dann? Lass erstmal. Oder lassen wir es noch? Nein, ich meine, nach dem Mats zurückkriegen vielleicht nämlich. Bei Windkraft würde es nur ein Eisen. Eben. Okay, vergiss. Ja, ein Eisen. Ist nicht Welt. Ja gut, dann können wir eh noch weitermachen. Ja, das ist die Frage. Warten wir jetzt ab, bis wir einfach die 1000 haben? Bei Wärme, ja, 1,0 NK. Warten wir jetzt ab, bis wir die 2 haben, dass wir das nächste machen. Oder bauen wir einfach noch weiter Heizungen? Wir können Heizungen bauen, wir können noch Erdbohrer bauen. Ich habe jetzt gerade noch für die Pflanzenröhren noch die goldenen Samen geholt, 2 Stück. Nee, Erdbohrer ist unnötig. Erdbohrer bringt nichts. Erdbohrer erzeugt Luftdruck. Brauchst, wenn, dann Heizung. Ja, brauchen wir auch. Bringt in Zukunft was natürlich. Alles bringt fürs Terraformen was. Aber für die Quest, meine ich, braucht man Heizung eher. Heizung T2. Was brauchen wir für die? Wir brauchen eigentlich alles. Aluminium und Silizium. Ich hole Aluminium. Habe ich schon. Achso, Silizium auch? Nee, Silizium nicht. Das ist was hier so im Umkreis liegt. Weißt du, da muss ich nicht weiter für laufen. Ja, das liegt aber im Umkreis nicht mehr viel. Es geht mir mittlerweile schon wie bei mir damals. Ich renne immer so wie ein Schneckenhaus, immer größere Kreise. Mittlerweile renne ich für Silizium schon relativ weit in eine Richtung. Da liegt eins. Hier. Naja, dann. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Hört der Meteoritenschauer eigentlich irgendwann mal auf? Mir ist gerade keiner. Bei mir ballert das alles nonstop durch. Du hast Aluminium, was fehlt dir für eine T2-Heizung? Müsste ich gucken. Ja, weil dann reißt eine T1 ab. Iridium, Eisen, Silizium kriegst du von einer T1 raus. Wenn du Aluminium hast, das einzig seltene,
von dem Ganzen, wenn du Aluminium hast, dann müsstest du eigentlich mit eine andere abreißen oder zwei, müsstest du eigentlich hinkommen. Das, der stellt drei Wärme her und das andere 0,2. Ich guck grad. Ich sag dir, du kannst alle abreißen. Du kannst alle abreißen. Titan. Die kleine, ja, das ist so Titan. Den Titan kriegst du nicht raus, ja. Bring ich damit. Bei Wärme kannst du wirklich abreißen. Wärme bringen die kleinen 0,2 und eine große bringt 3. Das heißt, ich sterbe. Da müssen wir allerdings auch ein bisschen gucken wegen Strom. Ja. Aber gut, das kriegt man ja recht schnell in dem Spiel wieder hin. Wenn der Strom weg ist, stellst du ein Ding auf und fertig. Richtig. Dann bauen wir erstmal die erste Zweierheizung. Gar kein Thema. Meine ich ja, weil wenn die 3 bringt, die anderen 0,2, das ist ja gigantomanisch. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal gucken. Ach, wir hatten doch neuen Rucksack freigeschaltet. Haben wir Essen? Ich verhungere bald wieder. Alu-Titan-Silizium brauche ich noch. Alu? Guck mal, hier unten ist auch noch eine Kiste. Da sind noch 3 Essen drin, die würde ich gerade holen. Die ist ganz unten, die, ne? Ey, hier drüben. Da, wo Richtung Raumschiff geht. Achso, ich baue auch, wenn ich eine Kiste leer mache. Die baue ich immer ab, ne? Ich weiß nicht, Digga hat mal gesagt, ja, manche davon respawnen, wenn man sie lässt, wenn man sie abbaut, nicht? Die Inhalte. Also bei mir hat noch nie eine Kiste respawnt. Ich kann es dir nicht sagen, also ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass immer wieder wo was drin war, aber ich glaube, das waren immer neue. Ich glaube auch nicht, dass sie respawnen, ehrlich gesagt. Also bau sie ruhig ab. Kann nicht viel schief gehen. Ja, dann weiß ich halt, okay, die habe ich gelootet. Ja, ja. Na, reiß ab. Ciao. Sonst läufst du immer wieder dahin. Hast du eigentlich mal hier unten, hier entsteht ja nachher der See. Ja. Hast du da auch schon die Höhle gefunden? Also mal. Bin gerade wieder gestorben, weil ich kein Ding habe. Welche Höhle? Hier unten im See auf der linken Felswand ist eine Höhle. Da liegt auch eine, ich glaube, die Leiche von Iglas. Muss ich schauen, weil die haben ja einiges verändert immer. Ich komme gleich schauen. Ich baue das nur jetzt fertig auf da. Also 3 goldene Kisten habe ich jetzt hier rum schon eingesammelt. Ne? Ja. Ich habe mich um die eigentlich nie viel geschert, was die, weil du kennst mich ja als Gamer, ich bin für diese Cosmetic. Nein, die sind halt am Anfang, weil da halt in den goldenen Kisten immer ein goldener Samen drin ist und die sind halt am Anfang recht effektiv dann, ne, mit 600%. Ja, sie sind auch mit den Pflanzen drin wahrscheinlich nachher gar nicht so schlecht, aber es ist halt dann, was jetzt in die Stufen, wie ich immer die Patch gespielt habe, hatte ich schon alles. Mich haben die dann, ja, wenn ich sie wo gefunden habe in den neuen Biomen, habe ich es immer mitgenommen, aber ich habe nie gezielt gesucht danach. Also du kannst sie ruhig mitnehmen, das war schon. Nein, habe ich auch nicht gemacht, ne, aber ich weiß halt jetzt auch nur auswendig hier 3-4 Stück oder so, die kenne ich noch. Mhm. Na, aber ich sag, du brauchst da nicht irgendwie auf mich denken. Du sammelst mich ein, das ist kein Problem. Ich informiere dich aber auch. Ja, passt, danke. Ich weiß ja nicht. Ich kann die ja nicht looten, wenn du die gelootet hast, oder? Nein, die sind ja dann nicht mehr da. Wenn du das abbaust, aber wenn du das jetzt lasst, wenn du in der Kiste schaust, ich in der Kiste schaue, da sehen bitte, wir jetzt haben wir den Bildschirm schon leer. Fortschritte. Ja. Ja, aber das macht ja keinen Sinn, dass sie da sind und leer sind. Dann gehst du ja nur wieder dran und verschwendest Zauber. Na, ob wenn sie für dich leer ist, für mich was drin ist. Das hat nicht jeder seinen eigenen so. Loot, ne? In die Kisten. Nee. Okay. Nee, dann mach ich. Sauerstoff? Bitte. So, erledigt's. Ich habe das Essen hier in die Kiste reingetan, in die rechte, ne? Wenn du davor stehst, die rechte. Die zweite. Ja, quasi. Danke. Bin jetzt wieder voll gegessen. Trinken mache ich mal hier. Was ist das Essen eigentlich her? Aus Kisten. Ja, aber meine ich ja, craften können wir so nicht, ja? Nein. Okay. Oh, wir haben kein Alu. Habe ich verbaut, wir haben da jetzt 4 so große GTA-2-Geräte. Ja, ist okay. Ja, was? Jetzt kommt eh nochmal eine Schaffe, 750.000 TI, ne? Mhm. Nur, wie viel sind die TI? Weil wir sind jetzt bei KTI. Sind das ein Kilo, genau. TI? Und
Genau, 175 KTI müssen wir schaffen. Ja, okay, ja, stimmt, weil das Kilo ist ja auf 1000. Am Anfang geht's ja noch, aber also ehrlich, die Einheiten, also ich hätte ja gerne eine Erklärung. Es gibt sicher, die verwenden fix echte Einheiten und ich hätte das gerne auch nur mit der Maus drüber fahren, dass er mal eine Aufschlüsselung gibt, untereinander eins, so eins sind 1000 solche, sind 1 Million solche, sind 100 Millionen solche, dass ich weiß ungefähr in welche Regionen mal 10 hoch 20 sich das abspielt oder so. Interessiert jetzt mich schon, weil was eine PPT ist, weiß ich nicht. Und generieren tun wir 21 PPQ pro Sekunde. Ich weiß nicht, was ein PPQ und ein PPT ist. Es ist nur interesseshalber, es ist nur der kleine Wissenschaftler in mir, den das interessiert. Ich weiß, was du meinst. Aber es spielt ja keine Rolle im Prinzip, aber interessant wäre es halt. Ja gut, das heißt, halt, ja? Würdest du das googeln? Na, das ist mir schon wieder zu viel. Nein, es müsst untereinander gestaffelt sein und mir wirklich zeigen, das und das und das. Bringst du Aluminium? Sonst komme ich vorbei. Ich hole eins, ich möchte mein Tier 3 Sauerstoff kaufen und der braucht Aluminium. Nein, ich komme vorbei. Ich hole auch eins. Ich brauche eher Sauerstoff. Vielleicht ja, genau. Tier 3 Sauerstoffflasche würde ich mal gerne craften. Ich auch. Deswegen, ich habe aber auch Aluminium im Gepäck. Wie viel? Und wenn ich Glück habe, ich falle jetzt gleich um. Ja, ich lasse dich mal dann wieder herlaufen. Schau mal schön. Ach, das ist nett. Naja, ich kann dich eh nicht aufklauen und ich bin zu voll, um alles mitzunehmen. Also bleibt wieder die Hälfte liegen. Und du bist eh fast bei der Base. Ja, ja. Ja, zum Glück, wenn man weiß, wo man gestorben ist. Irgendwie freue ich mich schon auf meinen Urlaub. Andererseits freue ich mich nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich bin das nicht gewohnt, ich fahre normal nicht in Urlaub und wenn dann nicht so lang. Ich bin nur arbeiten gewohnt und am Heimkommen und am Wochenende Papier trinken. Ich war 15 Jahre sicher schon, ich war noch nie außerhalb der EU, noch nie. Und das letzte Mal außerhalb von Österreich war ich vor Corona, wie wir in Holland waren auf einem Festival. Und seitdem waren wir auf keinen mehr, weil es sich einfach nicht ergeben hat. Nächstes Jahr möchten wir fahren. Das war immer nur bei uns hier eigentlich dann irgendwo. Ne? Und andererseits bin ich dann gewohnt, dass du jeden Tag am Abend da bist und kannst gemütlich zocken mit deinen Homies wie dir zum Beispiel, mit meinen Kollegas hier quatschen. Und dann eine Woche lang urweit weg, kein PC, nichts, schadet nicht, weil es schadet sicher nicht, mal nicht beim PC sitzen wie jeden Tag. Aber ich muss mir mal dann, glaube ich, ein, zwei Tage dran gewöhnen, dass ich mir am Abend nicht zum PC setze, sondern dass ich einfach was anderes mache. Soll ich uns was freischalten? Inwiefern? Ich habe einen Chip. Ja, mach. Abbaugeschwindigkeit. Ich komme jetzt zu dir. Hallo, bin da. Bin direkt. Ich brauche Magnesium. Wir haben ein neues Leuchtfeuer, das ist sehr schön. Das ist nicht wirklich sinnvoll, die Dinger, glaube ich. Ich habe die immer mitten auf der Base eine stehen gehabt, dass ich heimgefunden habe, aber dadurch, dass die Karte nicht so groß verwirrend ist, findest du auch ohne Heim, ne? Und das war halt immer... Also wo ich das erste Mal Planet Crafter gespielt habe, fand ich die Leuchtfeuer schon interessant. Die habe ich dann in die Höhlen gesetzt, farblich markiert, Iridium halt mit Rot, ja. Uran grün und so, damit ich die Höhlen wieder gefunden habe. Wenn du die Kartenraketen hast, siehst du das ja sogar auf der Karte, ne? Ja, aber das ist halt passt bei weitem am Anfang, ja. Erst später. Ne? Ja. Nee, mich hat es deswegen gestört, weil ich habe immer Screenshots gemacht für die Videos auf YouTube, die Thumbnails, ne? Und da habe ich aber immer diese scheiß Zeichen, in jede Richtung war irgendwo ein Zeichen, was über die ganze Karte quer überlagert hat. Da habe ich mich immer so hingespielt, links, rechts, dass ich das irgendwie vorbeibringe. Und dann habe ich es extra rauslöschen müssen, weil das eben mitten im Bild war. Da habe ich sie hassen gelernt, die Dinger, weil sie mir immer im Weg waren. Aber das liegt ausschließlich daran, weil ich ja einfach die Dinge gebraucht habe. Die Fotos für die Thumbnails, aber sonst eigentlich stören mich die nicht. So, ich habe auch so einen Mikrochip da gefunden jetzt. Sehr gut. Kommen wir jetzt zurück. Drücke mal speichern jetzt gerade, falls es ruckt. Ja, Sauerstoff niedrig, ich weiß. Gut, ich würde sagen, ich beende jetzt den ersten Part.
Leute, erster Part. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Und ich hoffe, es setzt mit der Überraschung. Ich hoffe, sie ist geglückt, weil Planet Crafter ist bei, weiß nicht wie viel, 1000 Bewertungen äußerst positiv bewertet. Ist 95% positiv. Das ist ein geiles Game. Es hat euch damals immer gefallen. Und jetzt im Koop mit so einem lauten Hammerer wie Invader hier, da, das kann nur lustig werden. Ja? Und das. Wirklich, ich finde die Idee, was er da gehabt hat mit Planet Crafter, ich muss ja wirklich sagen, Wähler, ich wäre vielleicht drauf gekommen, weil es ist sogar auf meinem Desktop gelegen, das Symbol, ja. Aber ich hätte nicht nachgeschaut, weil ich es immer sehe und hätte auch nicht gemerkt, dass da jetzt vor 2 Tagen erst ein Update war. So ein Update ist sowieso immer ein Grund, irgendwie was mal reinzuschauen, die Fahrzeug-Update. Und jetzt durch das Ding, naja, dann fangen wir gleich einen Koop an, das passt gut gerade und das passt auch. Wie ich gesagt habe, jetzt haben wir eh so lange nur Once Human ballern und immer nur wegschießen, tot etc. Wir können auch gerne mal was spielen, wo man sich nicht nur erschießen muss. Ein bisschen farmen wie Palia oder so. Und das Planet Crafter passt echt gerade gut. Das passt wirklich gut. Dann machen wir jetzt unsere 7 Parts, dann habt ihr alle was zum Schauen, bis ich wieder da bin. Und es ist auch recht gemütlich geschmeidig. Das ist schon also wirklich eine gute Idee. Das hat echt ein gutes Ding rübergebracht. Ja, haben wir doch alles richtig gemacht, oder? Du. Du hast das gesagt. Nein. Das passt schon. Na, ist wirklich gut. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Werde ich bis 56 Minuten schon. Ich muss mal abbrechen. Und morgen geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es gerne drunter kommentieren. Ich werde am Abend immer und untertags auch am Handy schauen, wenn wer was kommentiert und fragt. Antworte ich auch drauf. Und ja, sofern ich es weiß. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, Like, Comment, gern gesehen. Bis dann, adios und ciao. Ich warte noch auf den Herrn Wähler, darf auch Tschüss sagen. Ach, auf Wiedersehen. Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken. Na, erstens das und zweitens, es ist ja schwer, ne? Wenn ich so schnell dann die Verabschiedung mache, weiß man ja nie, wartet er oder wartet er nicht. Du siehst ja nicht, wann ich drücke. Ja. Ne? Nee, also ich warte immer, aber und wenn nicht, gebe ich eh Bescheid. So, bis dann.